Jetzt hat er mit Sabine darüber gesprochen. Also, der Ton hier ist nicht so gut wie da. Ist das so? Ich weiß es nicht. Hallo. Ach, ist auch egal. Lass einfach. Wir werden sehen. Wir sehen. Wir werden schlauer daraus. Wenn das nicht gut ist, wissen wir beim nächsten Mal. Wir müssen eine andere Einstellung nehmen. So. Guckt sich hier keiner an. 3, 2, 1. Wusstest du übrigens, dass es schon immer unser Motto gewesen ist? Guckt sich hier keiner an. Das stimmt. Guckt sich hier keiner an. Ja. Den das Gedanken hatten wir früher immer, ach, ist doch egal, guckt sich eh keiner an. Ja. Ist gar nicht so dumm, den Gedanken beizubehalten. Denn guckt sich eh keiner an. Guckt sich eh keiner an. So. Und jeder, der sich das doch anguckt, der schreibt jetzt mal ich. Ha! Weißt du, was ich meine? Einfach ich. Und dann sehe ich das, wer das nämlich doch gesehen hat. Meinst du jetzt in die Kommentare rein, oder was? In die Kommentare. Oder in den Chat. In den Chat kann man das auch machen. Moin Moin Schizos, ja, heute geht's wieder hier um die Schizowall. Wir machen 2 Minuten. Ich hab auf den Handy gerostet. Wir lachen. Tralala, los geht's. Ja. Entschuldigung. Kein Problem. Kein Problem. Ja, ihr habt es schon beim letzten Mal gesehen. Es gab ja bereits eine erste Ausgabe davon im letzten Livestream. Es gab auch schon eine zweite Ausgabe. Wer die verpasst haben sollte, da kann man bei dem Kashi auf den Kanal gehen. Das Was? Ganze ist hier unten verlinkt. Was? Guck. Da ist der Link. Ja. Der Link zu deinem YouTube-Kanal. Da gibt es also bereits die zweite Ausgabe von diesem Format. Und jetzt starten wir hier mit der dritten Runde. Wer nicht weiß, worum es geht, wir müssen nun versuchen, uns gegenseitig zum Lachen zu bringen. Indem wir uns die Schwänze lutschen. Das war letztes Jahr. Und da hatte ich dann auch lange mit Lippenherpes zu tun. Wir wählen hier gleich jeweils eine Perücke aus, die wir tragen wollen. Ja? Und dann schauen wir mal, was wir für Schabernack treiben. 2 Minuten, die es gilt, den anderen zum Lachen zu bringen. Schauen wir mal, wie ist eigentlich der aktuelle Stand? Ich habe bisher 2-mal gelacht, du hast bisher 1-mal gelacht. Ist richtig. Wow. Also steht es 2-1 für mir. Ja. Ja. Ja, so, ja. Da merkt man auf jeden Fall, wer der Lustigere ist. Oder man könnte auch sagen, es steht einfach 1-0 für dich. Oder? Ja. Weißt, was ich meine? Ja. Das ich Drei, zwei, eins. So, guten Tag, liebe Zuschauer. Guten Tag, lieber Kashi. Ja, das ist jetzt mal eine Live-Ausgabe quasi von Kochen à la Opa. Ne? Und wir backen heute. Und ich werde den Kashi da ein bisschen mal in die Systematik mit einplanen. Ne? So, lieber Kashi. Könntest du mal ganz kurz die Rührschüssel halten? Wir haben hier gar keinen Tisch. Das ist nicht der Timer. Egal. Es ist egal. Es läuft vorwärts. Ja, ich halte. Halten Sie das einfach mal. So. Also, wir machen jetzt ein Hausraumrezept. Das habe ich noch von Magda. Magda, sei gegrüßt, meine Liebe. So. Dann. 3 Eier, hat sie gesagt. 3 Eier sind vonnöten. Ja? Für das Kochrezept. So. Und das machen wir jetzt auch. So. Kashi, du hältst, ne? So. Jo. Das ist. Man sollte nicht mit Plastik. So. So, 1. Ne? Dann schlagen wir das zweite auch an. 2. Und schlagen wir das dritte auch an. Ja. 3. So. Dann. Kommt noch eine Prise Mehl da mit rein, hat Magda immer gesagt. Eine kleine Prise Mehl. Kashi, du brauchst überhaupt keine. Es passiert niemandem irgendwas. So, da haben wir denn auch das Mehl schon drin, ne? Nee, jetzt mische ich doch nicht mal ein. So, dann hat Magda immer gesagt, kommt jetzt immer auch aufs Rühren an. Ja? Guck, wenn du lange rührst, dann kommt da so ein wunderschöner Eischaum raus. Hoppala, das kann passieren. Und das war es im Grunde genommen auch. Und am Ende haust du das ordentlich ins Gesicht, ne? Machst du nur so? Oder machst du nur schön so, oder was? Und dann passt das auch alles. So macht der Bogen. Aha. So macht man das. Und das schmeckt auch. Das war Kochen à la Opa für heute, ne?
Okay, hau rein! Mach's gut. Schizos! Ja. Ich habe mich ein bisschen fresh gemacht, deswegen habe ich jetzt was anderes an. Ja, das kleine Unglück, das kleine Missgeschick von eben musste bereinigt werden. Ganz ehrlich, es war lustig. Ich habe gelacht bis ins Mark und Bein. Ja, da habe ich so ganz knapp am Ziel vorbeigeschossen. Es ist ja ein Format, wo es darum geht, dass man halt nicht lacht. Jetzt machst du ja noch was! Dann verbinde ich mich auch. Ach du liebes Bisschen, ich bin jetzt überhaupt gar nicht vorbereitet. Warte kurz, ich versteck mich. Mach mal Kuckuck. So. Eigentlich müsstest du das auf deinem Mund machen. Ja. Siehst du was? Ja. Sieht man das? Ja. Vier Finger. Miri, ich mach aus deinem Pferd Wurst. Drei, zwei. Wenn's ja heiß, weiß ich nicht mehr. Es ist wie und leer. Sonne geht's mit letztes Kerze aus. Bin schon in Ewigkeit. It's so weit. Und kennst es? Ja. Das sind so Wolken. Deutscher Schlager. Jenny und Zoom. Ah. Hinter die Welt. Ende des Reibs. Hänge fett. In den Show. Was war's denn? Oh. Ja, geil. Schon ist und du. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob man den weggehört hat. War der ewig hinter dir und dieser böses Jahr erlebt. Nee, nee, nee. Aber nimm mir nicht die Show weg. Aber weiß, dass ich. Aber du siehst auch schon wieder so scheiße aus. Ich verstehe dich nicht mal, was? Ich sag, du siehst aber auch schon wieder so scheiße aus, würde ich sagen. Aber ich hatte direkt schon zu Anfang gelacht, insofern ist es egal. Echt? Jo. So, damit haben wir in der dritten Runde hier beide gelacht. Es steht nach wie vor 1-0 für Kashi. Und wenn ihr heiß seid auf einen vierten Teil, den gibt's dann wieder bei Kashi in naher Zukunft. Genau. Ich werde euch darüber informieren, wenn es dort den nächsten Teil gibt. So. Ja. Und wenn ihr den zweiten Teil noch nicht gesehen habt, wie gesagt. Ich bin auch super glücklich, dass ihr ihn nachgeguckt habt. Dein Kanal ist unten verlinkt. Und da kann man ruhig mal raufgehen, damit man sich den zweiten Teil angucken kann. Na? So, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Worüber bist du glücklich?